Genommen. Ich rufe auf dem Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/76, Überwachungsgesamtrechnung vorlegen, Transparenz über Situation der Freiheiten in unserer Gesellschaft schaffen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Herrmann das Wort. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Am vergangenen Samstag bei der Pressekonferenz nach dem Parteikonvent der SPD hat Sigmar Gabriel gesagt, dass es in der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung seit Jahren keine neuen Argumente gibt. Wahrscheinlich meinte er, dass die Gegner einer Vorratsdatenspeicherung schon immer gesagt haben, dass für ein Gefühl der Sicherheit die Überwachung der gesamten Bevölkerung nicht akzeptabel ist. Und dass die Befürworter sagen, wir machen es trotzdem. Aber wenn er das tatsächlich so meinte, dass es keine neuen Argumente gibt, dann hat er wohl auch das Bundesverfassungsgericht auf Basis der alten, bestehenden Argumente im Jahr 2010 die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt. Und auch der Europäische Gerichtshof hat dann im letzten Jahr auf Basis eben dieser Argumente die EU-Richtlinie für nichtig, weil nicht mit der Grundrechtscharta vereinbar erklärt. Wie vermessen ist dann eigentlich der Parteivorsitzende, wenn er sagt, wir machen es trotzdem? Immerhin 40% der anwesenden SPD-Mitglieder wollten dem nicht folgen. Aber eine knappe Mehrheit unterstützte den Vorsitzenden und seine eigentümliche Interpretation der Rechtsprechung zu deutschen und europäischen Grund- und Bürgerrechten. Was ist das für eine Partei, die Willy Brandt als ihren Ehrenvorsitzenden hat? Das ist schon bemerkenswert. Er, also Willy Brandt, hat 1987 nämlich gesagt, deutsche Sozialdemokraten dürfen Kränkungen der Freiheit nie und nimmer hinnehmen. Im Zweifel für die Freiheit. Ja. Im Zweifel für die Freiheit, ja. Und genau deswegen darf es keine Vorratsdatenspeicherung geben. Aber natürlich gibt es auch neue Argumente gegen die Vorratsdatenspeicherung. Seit der letzten Debatte gab es zahlreiche Studien und Untersuchungen zur Aufklärungsquote und zum Nutzen bei der Strafverfolgung zum Beispiel. Die Ergebnisse? Vorratsdatenspeicherung nicht notwendig, nicht verhältnismäßig. Und noch etwas anderes ist wichtig. In den letzten 10 Jahren hat sich das Telefon zum Smartphone entwickelt, zum ständigen Begleiter beinahe jedes Menschen. Das heißt auch, dass die Aufzeichnung der Kontakt- und Verbindungsdaten dieser Smartphones ein ungleich schwerwiegenderer Eingriff in die Lebens- und Privatsphäre der Menschen ist. Und durch die Digitalisierung vieler anderer Abläufe in unserem Arbeits- und Lebensumfeld fallen viele weitere persönliche und nicht persönliche Daten an. Die Vorratsdatenspeicherung existiert somit nicht im luftleeren Raum, sondern tritt in Verbindung mit anderen Datensammlungen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht schon vorausgesehen, als es das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2010 gekippt hat. Denn im Urteil hat es in Randnummer 208 eine klare Pflicht für den Gesetzgeber formuliert. Staatliche Datensammlungen sind in Grenzen zu halten. Staatliche Datensammlungen müssen eine Ausnahme und nicht die Regel darstellen. Schon bei der Planung neuer Datensammlungen muss der Gesetzgeber eine Überwachungsgesamtrechnung, eine Gesamtschau der bestehenden Instrumente vornehmen. Wo speichert der Staat Daten der Bürgerinnen und Bürger? In welchem Ausmaß? Für wie lange? Wer kontrolliert wie häufig, dass die Datensammler richtig speichern, verarbeiten und löschen? Und das eben nicht für das einzelne Gesetz, die einzelne Maßnahme, sondern im Kontext mit anderen bestehenden Gesetzen. Und das ist es, was heute notwendig ist. Es ist bislang keine Regierung, weder die Bundesregierung noch die nordrhein-westfälische Landesregierung, dieser Pflicht nachgekommen. Eine Überwachungsgesamtrechnung, so wie die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Gesamtübersicht an Datensammelmaßnahmen auch genannt wird, hat es noch nicht gegeben. Diese Übersicht brauchen wir aber, auch im Hinblick auf die weitere technische Entwicklung, auch hier in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel im Hinblick auf die Digitalisierung der Polizeiarbeit. Freiheit ist der Normalzustand, und jede einzelne Maßnahme, die Freiheit einschränkt, muss sorgfältig geprüft werden und bewertet werden.
Und dann muss die vorgeschlagene Maßnahme im Kontext aller Maßnahmen betrachtet werden. Und genau hier setzt unser Antrag an. Lassen Sie uns gemeinsam Transparenz über die Datensammlungen auf EU-, bundes- und landespolitischer Ebene herstellen. Wir Piraten denken zwar schon seit langem, das Maß ist voll, aber unsere und Ihre Bewertung können wir auf Grundlage einer umfassenden Auswertung der bestehenden Überwachungs- und Datensammelinstrumente gerne zusammenführen. Und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege van den Berg. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Herrmann, vielen Dank. Es ist mitnichten so, dass ein SPD-Parteikonvent auf dem Niveau diskutiert, das Sie uns gerade dargeboten haben. Das können Sie versichert sein. Und dass sich Sozialdemokraten höchste Mühe geben, Werte, die es in unserer Gesellschaft gibt, in Abwägung zu bringen und in Ausgleich zu bringen, das können Sie allein schon am Stimmergebnis dieses Konvents ablesen. Dass Sie es sich so einfach machen und so tun, als ob der Wert einer informationellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes alle anderen Grundrechte in unserem Land überlagern würden, ist mitnichten der Fall. Und da würden Sie auch das Bundesverfassungsgericht völlig falsch zitieren. Und das sei an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit gesagt, lieber Herr Herrmann. Meine Damen und Herren, Sie haben ja die weniger Redezeit auf Ihren eigenen Antrag verwendet, der eine Überwachungsgesamtrechnung verwendet. Der ist ja der Volkswirtschaft entlehnt. Da gibt es eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Und wenn man mal nachguckt, wie die definiert ist, die verfolgt das Ziel, das Wirtschaftsgeschehen in einer Volkswirtschaft für einen zurückliegenden und daher abgeschlossenen Zeitraum, und jetzt aufpassen, quantitativ möglichst umfassend zu beschreiben. Ist das eigentlich die Aufgabe? Sie rufen jetzt Ja rein. Ich glaube nicht. Es geht um eine qualitative Betrachtung, nicht um eine quantitative. Darum geht es. Und das hat das Bundesverfassungsgericht übrigens sehr deutlich gesagt. Ja, glauben Sie, es bringt irgendeinen Mehrwert, hier über Megabits zu rechnen? Soll die Landesverwaltung in ihrer Breite auflisten, wo irgendwo Megabits erhoben werden? Und dann ist die eine Megabitzahl X dann schlimmer als die andere Y? Das ist doch Unfug. Sondern es geht um eine qualitative Abwägung von Rechtsgütern. Da muss man sich hinbewegen. So einfach kann man sich nicht machen. So einfach kann man sich nicht machen, lieber Herr Paul. Und das Bundesverfassungsgericht hat diese Qualität auch eingefordert. Es hat deutlich gemacht an der Stelle, dass es darum geht, auch die Grundrechte des Datenschutzes nicht über andere Grundrechte zu setzen. Wenn es um Freiheit, um Leben, um körperliche Unversehrtheit geht, auch um die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen, dann ist es möglich, auch den Grundrecht des Datenschutzes einzuschränken. Das ist geltende Rechtsprechung und ganz klare Kommentarlage des Bundesverfassungsgerichts. Ja, da gehen Sie einfach immer drüber hinweg, aber das ist das Kernproblem an dieser Sache. Und ich sage Ihnen auch, was mich auch stört. Nur so zu tun, als ob in der ganzen Frage von Digitalisierung und Veränderung unserer Gesellschaft einzig und allein der Staat das Problem ist, ist eine absolute Reduzierung der Problemlage. Sie wissen hundertprozentig, auch Sie, lieber Herr Paul, dass BND und NSA und andere bei weitem nicht so viele Daten sammeln wie Facebook, Google und andere Unternehmen auf diesem Erdball. Und dass wir uns diesen Aufgaben stellen müssen. Und ich habe ehrlich gesagt immer die Hoffnung gehabt, auch als Sie in dieses Parlament einzogen, dass Sie mehr Kompetenz in dem Themenfeld mitbringen würden und die uns vielleicht auch hier mehr Anregungen geben würden. Aber da kommt doch nichts, da kommt doch nichts. Stattdessen machen Sie den 100. Antrag zum Thema Vorratsdatenspeicherung und erfinden nur immer eine andere Überschrift. Das ist doch die Wahrheit. Und das ist das, was mich ärgert. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, so einfach kann man es sich bei diesem Thema nicht machen. Sie versuchen immer einen neuen Anlass zu finden, darüber zu diskutieren. Ich kann das ja nachvollziehen. Aber ich sage es Ihnen auch an der Stelle. Ja, gucken Sie sich an, was das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil, was Sie zitiert haben, dort gesagt hat. Es hat gar nicht die Landesebene angesprochen, sondern den Gesetzgeber im Deutschen Bundestag. Der ist angesprochen worden. Jetzt formulieren Sie das um und tun so, als ob es ein landespolitisches Thema sei und wir uns an der Stelle damit jetzt befassen müssen. Ich sage Ihnen sehr deutlich, es geht letztendlich, die Aufgabe, die wir haben, die kann man sehr deutlich beschreiben.
bei jedem neuen Gesetzesakt, der angegangen wird, und auch hier im Lande Nordrhein-Westfalen, fließen Überlegungen regelmäßig mit ein, was ist verhältnismäßig. Und das müssen wir uns dieser Aufgabe vor jedem Gesetz neu stellen. Aber da kommt auch aus Ihren Reihen immer verhältnismäßig wenig. Das ist die wahre Frage, wo diese Abwägung für meine Begriffe stattfinden muss. Und stattdessen jetzt populistisch zu sagen, ich setze einen neuen Begriff in die Welt und erstmal soll die ganze Landesverwaltung hier die Megabits sammeln und ein riesen Bürokratiemonster aufbauen, diesen Weg gehen wir mit Ihnen nicht mit. Wir werden uns qualitativ mit dem Thema befassen und nicht einfach so einen Popanz aufbauen. Das sage ich Ihnen an der Stelle. Wir freuen uns auf die Überweisung in den Innenausschuss, aber ich kann Ihnen schon verraten, Sie werden mit dieser Art Politik zu machen wenig Erfolg haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege van den Berg. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Thio Kruse. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ausdrücklich loben möchte ich dem Grunde nach die Ausführungen meines unmittelbaren Vorredners, die ich in weiten Teilen nachvollziehen und anerkennen möchte. Möchte allerdings zu dem vorgegebenen Antrag der Piraten reden. Das ist ja das Thema dieses Tagesordnungspunktes. Zur Vorratsdatenspeicherung kommen wir morgen früh noch. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Kooperation des Bundesnachrichtendienstes mit dem US-Geheimdienst NSA ist in den letzten Monaten von vielen Politikern, vor allen Dingen muss ich sagen aus dem Linksgrünen, aber auch aus dem Piratenspektrum, scharf kritisiert worden. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor wenigen Tagen, nämlich am 18.06. unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage des Allensbach-Instituts berichtete, geht diese Kritik am Geheimdienst, allerdings am Empfinden der Bevölkerung, meilenweit vorbei. 78% der Befragten erachten Geheimdienste demnach als wichtig für den Landesschutz. Weitere 70% finden zudem die konkrete Zusammenarbeit zwischen deutschen und amerikanischen Geheimdiensten ausgesprochen richtig. Und 64%, also immerhin knapp zwei Drittel der Befragten, sind der Auffassung, dass Deutschland auf diesem Gebiet zwingend auf die Kooperation mit den Vereinigten Staaten angewiesen sei. Diese Zahlen belegen sehr deutlich, die Deutschen halten geheime Dienste, die Daten sammeln, ganz offensichtlich für notwendig. Im Übrigen, es sind geheime Dienste, die tagen und arbeiten geheim, sonst wären es ja öffentliche Dienste. Und wie die arbeiten, das wissen wir in Nordrhein-Westfalen. Sie wissen, dass das Sammeln von Informationen ist noch keine Folter und dass der Staat bestimmte Daten nicht aus Langeweile sammelt, sondern weil er sich schlicht und ergreifend benötigt, um schwerste Straftaten und verfassungsfeindliche Bestrebungen zu bekämpfen. Dieses Gefahrenbewusstsein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und nüchterne Einsicht in bestehende Realitäten fehlt leider den Vertretern der Piratenfraktion in diesem Hause, die im vorliegenden Antrag erneut das Zerrbild eines Unterdrückungsstaates an die Wand malen, der seine Bürger mit den vielfältigen Überwachungsmaßnahmen drangsaliert und dringend gestoppt werden muss, weil sich sonst niemand mehr traut, auf die Straße zu gehen, geschweige denn das Handy oder das Internet zu benutzen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, um es klar zu sagen, diese Befürchtung, die in Ihrem Antrag zum Ausdruck kommt, ist realitätsfremd. Selbstverständlich sind zumindest oder ist die große Mehrheit sich in diesem Hause einig, dass Nachrichtendienste an das Recht gebunden sind und einer wirksamen Kontrolle bedürfen. Ebenso selbstverständlich muss es sein, dass es in einem Rechtsstaat kein Gremium geben darf, das nicht legitimiert ist und ein Eigenleben entwickelt. Parlamentarische Kontrolle ist unabdingbar. Die wahre Bedrohung für unsere Daten und auch für grundrechtlich geschützte Freiheiten, und das verkennen die Piraten in ihrem vorliegenden Antrag leider völlig, geht aber gerade aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, nicht von deutschen Sicherheitsbehörden oder befreundeten amerikanischen Diensten aus,
sondern von der Spionagetätigkeit chinesischer oder russischer Geheimdienste. Ich erinnere dazu nur auf den kürzlich erfolgten Hackerangriff auf den Bundestag, der aktuell untersucht wird. Geradezu absurd ist der Versuch der Piraten, erneut am Beispiel der Vorratsdatenspeicherung den Eindruck zu erwecken, dass der deutsche Staat seine Bürger unter einen Generalvertrag stelle. Denn zum einen sammelt der Staat Daten ja gerade nicht. Er verpflichtet lediglich private Telekommunikationsanbieter dazu, sie für einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren und sie den Ermittlungsbehörden zur Aufklärung schwerster Straftaten auf richterliche Anordnung erst dann zur Verfügung zu stellen. Zum anderen stellt der Staat seine... Nein, Herr Präsident, ich möchte meine Gedanken zum Ende führen, weil das alles in einem Zusammenhang steht. Ich lasse dann am Ende gerne eine Nachfrage zu. Zum anderen stellt der Staat seine Einwohner ja auch nicht unter einen Generalverdacht, bloß weil er sie gesetzlich dazu verzichtet, sich an ihrem Wohnsitz an- oder abzumelden, oder weil er alle Daten aller Fahrzeughalter speichert. Gar nicht angesprochen ist aus meiner Sicht der Umgang mit persönlichen Daten durch Konzerne wie Facebook, die ihre Nutzer in dieser Hinsicht nämlich geradezu rechtlos stellen, im Vergleich zu den staatlichen Stellen im Übrigen. All diese Aspekte, verehrte Kollegen der Piratenfraktion, spielen in Ihrem vorliegenden Antrag überhaupt keine Rolle. Die CDU-Fraktion wird Sie in Ihrem Antrag nicht unterstützen. Gleichwohl freuen wir uns natürlich auf die weiteren Ausführungen und Beratungen im entsprechenden Ausschuss und können der Überweisungsempfehlung ausdrücklich zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Da Sie, ja, die Redezeit ist auch deutlich überschritten. Ich habe auch keine Zeit mehr und der Redner hat das wohl. Vielleicht können Sie es dann gleich noch klären. Also ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, die Zwischenfrage zuzulassen. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse. Für die Fraktion Bündnis 90 der Grünen spricht der Kollege Bold. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Kollege Kruse hat es ja gerade schon angesprochen, über die Vorratsdatenspeicherung debattieren wir morgen. Das muss jetzt auch nicht Schwerpunkt dieser Debatte sein. Gleichwohl wissen Sie alle, dass ich den Beschluss des SPD-Parteikonvents für falsch halte. Aber wie gesagt, darauf können wir uns morgen ja konzentrieren in der Debatte. Ich hatte mich eigentlich gefreut bei diesem Antrag auf eine schöne akademische Diskussion. Sie haben ihn ja ganz wunderbar mit Fußnoten aus der NJW unterlegt. Ist ja durchaus interessant. Jetzt hatte ich mich auf eine schöne akademische Debatte gefreut. Kollege Herrmann hat jetzt doch nur über Vorratsdatenspeicherung geredet. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber es passt auch ein bisschen dazu, dass ich doch den Eindruck hatte aus Ihrer Argumentation jetzt, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob die Komplexität dessen, was das Bundesverfassungsgericht da im Urteil mit dieser Überwachungsgesamtrechnung meint, einfordert, eigentlich bei Ihnen so angekommen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil festgestellt, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf, gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland. Das Verfassungsgericht hat vor diesem Hintergrund zu Recht eingefordert, dass sich ein Gesetzgeber jederzeit, wenn er ein neues Sicherheitsgesetz aufsetzt, wenn er an Sicherheitsgesetzen Veränderungen vornimmt, dann eben eine Gesamtabwägung zwischen vorhandenen Grundrechtseingriffen vornimmt. Das ist völlig klar, denn das ist gängige Staatspraxis. Das ist vornehmste Aufgabe des Gesetzgebers, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und ich will eines gerne noch mal aus den Zwischenrufen, die wir hier ausgetauscht haben, aufnehmen. Das ist auch eine hochpolitische Frage und das ist keine Frage, die man alleine in einen wissenschaftlichen Forschungsauftrag packen und dann akademisch beantworten kann. Ihr Antrag will genau das. Sie wollen eine politische Frage in einen Forschungsauftrag verpacken und dann an die Wissenschaft delegieren. Und Ihr Antrag liest sich so, dass Sie sich dann vorstellen, am Ende des Tages wickelt sich der Justizminister eine Kellnerschürze um, legt Ihnen eine schwarze Kladde auf den Tisch und da ist dann die Überwachungsgesamtrechnung drin. Das ist das, was in Ihrem Antrag drinsteht. Und Sie sagen auch nicht, welchen Mehrwert das haben soll.
Das wird in Ihrem Antrag nicht erläutert. Sie sagen auch nicht, unter welchen Prämissen eine solche Forschungsarbeit stattfinden soll. Ist dann eine stille SMS einen Punkt in der Rechnung wert, eine TKÜ 100, eine Videoüberwachung 80? Bei einer korrekten Kennzeichnung werden dann 10 Punkte gutgeschrieben. Und was soll eigentlich ein wissenschaftlich objektiviertes Überwachungsgesamtbudget sein? Das ist doch ein Stück weit die Absurdität an dem, was Sie hier uns vorlegen, eine solche politische Frage zu verwissenschaftlichen. Es ist eine politische Frage, die wir hier stellen und die wir auch politisch beantworten müssen. Und wenn Sie sich jetzt mal, Kollege Herrmann, vergegenwärtigen, dass jede und jeder von uns eine andere Gesamtrechnung aufmachen wird, was für Sie und für mich ein großes Ärgernis ist, nämlich ausufernde Videoüberwachung. Das ist für einige Kollegen von der CDU, wenn Sie sich an die Debatten im Innenausschuss erinnern, für die ist das ein Hochgenuss, dass es das gibt. Und das ist doch, stellen Sie sich doch mal vor, diese Kollegen, mit denen wir es da im Innenausschuss immer zu tun haben, die stellen dann am Ende des Monats fest, dass in diesem Überwachungsgesamtbudget noch ein bisschen Spielraum ist, zu dem, was gerade noch rechtsstaatlich erträglich ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass den konservativen Sicherheitsfanatikern dann ziemlich schnell noch was einfällt, wo man noch ein paar mehr Freiheitseinschränkungen machen kann. Ich will, liebe Kolleginnen und Kollegen, will den Antrag der Piratenfraktion jetzt nicht verhohnepiepeln, aber was Sie einfordern, ist einfach eine politische Selbstverständlichkeit mit akademischen Mitteln anzugehen. Der Gesetzgeber nimmt in jedem einzelnen Gesetzgebungsvorhaben eine Abwägung darüber vor, ob ein Mehr an Grundrechtseingriffen verantwortbar ist, gerechtfertigt ist gegenüber dem Sicherheitsgewinn oder eben nicht. Und insofern finde ich, ist es einfach nicht möglich, unabhängig von einem konkreten Gesetzgebungsvorhaben eine Überwachungsgesamtrechnung aufzumachen. Und ich habe es auch nie so verstanden, dass das BFFG das gefordert hätte. Es ist eine Abwägung dessen, was ist tatsächlich los an Eingriffen in Grundrechten, an Eingriffen in Freiheitsrechten. Das ist gemeint mit Überwachungsgesamtrechnung. Aber es ist eben nicht eine einzelne Studie, eine losgelöste Aufsummierung von Überwachungsmaßnahmen gemeint. Die kann immer nur im Kontext eines konkreten Gesetzgebungsvorhabens zu belastbaren Abwägungsergebnissen führen. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte sehr viel von der Evaluierung bestehender Gesetze unter wissenschaftlichen Standards. Das ist vernünftig, wenn es auf ein konkretes Gesetz, auf ein konkretes Vorhaben bezogen ist, dann macht das auch Sinn. Deswegen machen wir das ja auch. Wir haben es ins Verfassungsschutzgesetz aufgenommen, wir haben es ins Polizeigesetz aufgenommen, zum 15a, zum 20a, 20b Polizeigesetz haben wir ins Gesetz die konkrete Evaluierung geschrieben. Und in diesen Bereichen hat Rot-Grün auch die Befugnisse jeweils klarer gefasst, beschränkt und transparenter gemacht. Das war richtig so, und deshalb freue ich mich darüber, im Ausschuss mit Ihnen noch einmal zu sprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht der Abgeordnete Lübcke. Ja, sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Herrmann, ich bin da ganz bei Ihnen. Die Überwachungsgesamtrechnung, sie fällt schlecht aus, sowohl von Schwarz-Rot im Bund als auch der Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen. Und in den letzten Jahren wurden ja auf allen politischen Ebenen staatliche Datensammlungen eingeführt, die direkten negativen Einfluss auf die Freiheitswahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger haben. Und da bringt die schwarz-rote Bundesregierung auf der einen Seite eine verfassungswidrige Vorratsdatenspeicherung auf den Weg und legt auf der anderen Seite beispielsweise der Stiftung Datenschutz trotz der jüngsten Datenskandale aus ideologischen Gründen dann zunehmend Steine in den Weg. Die Unabhängigkeit der Stiftung soll ja laut Koalitionsvereinbarung aufgegeben werden. Der Haushaltsmittelansatz im Bund wurde vollständig gestrichen. Also, meine Damen und Herren, so schadet man dann dem Datenschutz in diesem Land. Schauen wir nach Nordrhein-Westfalen. Auch hier sind ja die letzten, ich will mal sagen, aufrechten, anständigen in der SPD beim Thema Datenschutz und Vorratsdatenspeicherung verstummt. Da wird sich lieber brav eingereiht. Und auch bei den Grünen bleibt es mehr bei warmen Worten statt dann Taten in diesem Bereich. Und
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist doch, anlasslose Überwachung, sie ist Gift für die Freiheit. Anlasslose Überwachung ist Gift für die Freiheit und für so einen Lebensraum der Freiheit. Und darum geht es auch in dem Antrag. Da ist es eben nicht nur erheblich, wie gefährlich einzelne schädliche Einflüsse für sich genommen darauf sind, sondern gerade auch, ob in der Summe, also quasi kumulativ, dann die Existenz der Freiheit bedroht ist und ob wir am Ende dann vielleicht Zustände erhalten, wo mit Sicherheit feststeht, dass unsere Freiheit vielleicht längst so gar nicht mehr existiert. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Bolte zulassen? Ja, aber natürlich. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident. Ganz herzlichen Dank, Kollege Lübcke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben jetzt eben gesagt, dass in den letzten Jahren auch hier in Nordrhein-Westfalen zusätzliche Datensammlungen zulasten der Freiheitsrechte beschlossen worden seien. Und mich würde das doch mal sehr interessieren, was Sie denn da konkret meinen. Ich habe eben Gesetze aufgeführt, die, wo wir die Befugnisse von Sicherheitsbehörden konkreter und enger gefasst haben, als das etwa noch eine schwarz-gelbe Landesregierung, Stichwort Online-Durchsuchung will ich da nur mal nennen, gemacht hat. Und vor diesem Hintergrund wäre meine Frage, was haben wir denn in den letzten 5 Jahren konkret in Nordrhein-Westfalen an zusätzlichen Datensammlungen Rot-Grün beschlossen? Vielen Dank. Herr Kollege Bolt, ich kann verstehen, dass Sie hier die Ehre der Koalition retten wollen. Aber auch ich gehe davon aus, dass auch Sie den Bericht des LDI gelesen haben und auch, dass Sie die Probleme, die der LDI aufwirft in diesem Land, auch gelesen haben. Und das sind auch Verschärfungen, die in den letzten Jahren geschehen sind. Im Übrigen geht es hier ja genau um die Frage, nicht ob einzelne Maßnahmen nur die Verhältnismäßigkeit geprüft werden müssen, sondern der gesamte Rahmen. Und da ist nun mal auch das Zeugnis dieser Landesregierung keins, mit dem man sich sonderlich rühmen sollte. Naja, er wollte. Ich kann das verstehen, ich kann das verstehen. Für Freiheit, meine Damen und Herren, für Freiheitsbefürworter. Herr Bolte, Sie haben den Bericht des LDI gelesen. Schauen Sie noch mal rein. Ich legen Sie ihn mal sich unter das Kopfkissen. Für Sicherheitsfanatiker mögen vielleicht lästige Bürokratie sein. Für eine Landesregierung, die hier auch mehr oder minder ohne klaren Kurs herumeiert, offenbar ist das auch ein Thema, das man dann vom Tisch haben will. Ja klar, ohne Transparenz zu erzeugen, ohne vielleicht auch den Bürgern Informationen dann über Rechtsschutzmöglichkeiten zu geben. Und ich glaube, das geht nicht. Und wenn ich von dem LDI rede, Herr Bolte, dann kann es ja auch nicht reichen, den Scheinwerfer immer nur auf einige Punkte zu werfen. Sondern ich glaube, wir brauchen hier auch eine Landesregierung, die, ja, die den Datenschutz in die Offensive bringt. Wir brauchen hier eine Datenschutzoffensive, meine Damen und Herren. Und deshalb der letzte Punkt, Herr Justizminister, Sie sind ja heute da für Herrn Jäger. Die Abteilungsleiterin, weil ich gerade vom LDI sprach, die Abteilungsleiterin des MIG, die ja auch für den Datenschutz zuständig ist und die soll ja nun auch im Herbst dem Vernehmen nach dann als LDI ins Rennen gehen. Das wäre doch mal ein schönes Abschiedsgeschenk fürs Ministerium oder vielleicht auch ein Antrittsgeschenk dann und gute Vorbereitung für die Tätigkeit als LDI. Dann vielleicht mal über die Sommerpause einen Überblick über alle staatlichen, bestehenden staatlichen oder staatlich beauftragten Datensammlungen und Überwachungsmaßnahmen zu erstellen, von denen die Bürger und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen betroffen sind und das Ganze dann mal dem Landtag zur Verfügung zu stellen. Also das wäre mal was, Rot-Grün, die Landesregierung, Sie könnten das veranlassen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lübcke. Für die Landesregierung spricht in Vertretung von Herrn Minister Jäger, Herr Minister Kutschaty. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ich den Piratenantrag jetzt richtig gelesen und verstanden habe, dann geht es Ihnen in dem Text Ihres Antrags um den Gedanken einer Gesamtschau auf die schon vorhandenen Datensammlungen. Und dieser Gedanke ist ja so entwickelt worden durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung. Und dieser Gedanke der Gesamtdatenschau ist nach meinem Rechtsverständnis und meiner Auslegung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja ein wichtiger Prüfstein an den Bundesgesetzgeber, wenn er sich noch mal erneut mit der Frage beschäftigt, was er ganz offensichtlich jetzt tut, die Einführung einer erneuten Vorratsdatenspeicherung. Und deswegen richtet sich diese Vorgabe, diese vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Vorgabe, auch ganz eindeutig an den Bundesgesetzgeber und nicht an uns hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag.
Denn es ist völlig unstreitig, dass die Regelungen einer Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten nicht hier in Düsseldorf entschieden werden, sondern die Entscheidungen entsprechend in Berlin getroffen werden müssen. Ich kann ja verstehen, dass Sie im Augenblick ein gesteigertes Interesse an der Thematik der Vorratsdatenspeicherung haben. Aber ich halte es schon für abwegig, das Thema Vorratsdatenspeicherung jetzt über den Umweg der sogenannten Überwachungsgesamtrechnung jetzt hier in die Beratung des Landtags hereinzubringen. Wir werden uns ja morgen noch mal in aller Ausführlichkeit auch zum Thema Vorratsdatenspeicherung hier austauschen können. Ich glaube, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Piratenfraktion, Sie verkennen nämlich auch die Auswirkungen des vom Bundesverfassungsgerichts aufgestellten Rechtsgedanken und ziehen hieraus die falschen Schlüsse, und das gleich in zweierlei Hinsicht. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts richten sich allein an die Bundesebene und hier an die gesetzgebende Gewalt. In Ihrem Antrag richten Sie sich an die Landesebene und dazu auch noch an die Exekutive auf Landesebene. Sie adressieren somit nicht nur die falsche Staatsgewalt, sondern mit der Länderebene auch die unzuständige Verwaltungsebene. Bereits heute, meine Damen und Herren, werden bei der Änderung von Sicherheitsgesetzen des Landes bei Grundrechtseingriffen die Eingriffstiefe und ihr sicherheitspolitischer Effekt sehr sorgfältig abgewogen. Die Landesregierung legt gerade im Kontext von Grundrechtseingriffen einen hohen Wert, ein großes gesteigertes Interesse und ein hohes Maß auch an die Transparenz. Und für die Landesregierung gibt es jedoch weder eine Verpflichtung noch eine Notwendigkeit, eine derartige Überwachungsgesamtrechnung zu erstellen. Das können wir nur selbst bei gutem Willen nicht aus den Hinweisen und Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts raus entnehmen. Insofern Sie wirklich ein ernsthaftes Informationsbedürfnis über Regelungen von anlasslosen Datensammlungen haben sollten, werden Sie diese in den einschlägigen Rechtsvorschriften finden. Diese Gesetze sind selbstverständlich für jedermann einsehbar und transparent. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, und wir sind damit am Schluss der Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 19-76 an den Innenausschuss. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht folgen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tag.